Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki on Tour. Für alle, die wissen wollen, wo wir sind. Ja, wo sind wir? Wir sind in Kroatien, da redet man ja auch so, ne? Genau. Wir sind ja irgendwo hier, wo kaum Touristen sind. Wir sind bei den Cevapcici-Wasserfällen. Ja, genau. Wir sind an den Plitvicer Seen und da sind so gut wie null Touristen, ja? Kaum. Ja, wir sind die einzigen eigentlich hier. Seit Ewigkeiten keine anderen Menschenseele getroffen. Und gleich, wenn es mehr zu sehen gibt, zeigen wir euch, wie geil das hier eigentlich ist, ja? Nee, ist schon beeindruckend. Werdet ihr gleich sehen. Ja. Bleibt dran. Ja, echt krass, ja. Wie viele Leute bist du auf die Füße getreten? Kommt noch. Kommt noch. Aber alle Nationalitäten waren dabei, oder? Ja, ich habe bis jetzt schon jeden angerempelt. Ja, das ist voll also, krass. Das ist bei mir auch das Gegenteil von Rassismus. Jede gleich schlecht behandelt. Ja. Das ist mein Motto. Genau. Alle müssen einen wegkriegen. So sieht's aus. Ja, aber hier ist wirklich alles unterwegs, ne? Hier ist alles unterwegs. Oh, das geht mir voll auf den Sack hier auch. Ja, ja, vor allem Idioten mit Handys, die doofe Fragen stellen. Ja, echt? Ganz Katastrophe. Dann lass mal weitergehen, es gibt noch ganz tolle Sachen zu sehen, glaube ich. Wir haben eine Bootsfahrt. Ja, eine Bootsfahrt, wie geil ist das denn? Die kommt gleich. Jo, bis gleich. Das ist ein Drecksrotz hier, Gimmel. Brauchst du gar nicht mehr erst anzutanzen. Hier kannst du herkommen, wenn jemanden loswerden willst. Kein Schiff weit und breit. Übrigens, der Thorsten ist auch da, sag mal hallo. 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 Ja. Scheiße. Hallo. Boah. Schön hier, ne? Ganz schöner Weg, ne? Ist aber auch sehr, sehr schön, also sehr gediegen. Hier müssen wir nochmal herkommen. Hier müssen wir unbedingt mal herkommen, wenn wir keinen Bock mehr haben. Wenn wir überhaupt gar keinen Bock, also auf gar nichts mehr haben. Dann kommen wir hierher. Ja, also die Plitvicer Seen sind ja wirklich angepriesen als total schön und Ausflugsort Nummer 1 in der Nähe. Können ruhig vorbeilaufen, wir schwimmen in diese Richtung. Und keiner versteht dich auch, wenn du was sagst, ne? Domo arigato. Ja, ja arigato. Ja. Und, aber eigentlich in Wirklichkeit ist das hier komplett Touri überlaufen. Was, wo denn? Komplett Touri überlaufen. Die 4 Milliarden Leute pro Quadratmeter. Alter, du musst ja aufpassen auf den schmalen Stegen, dass du nicht ins Wasser geschubst wirst. Ach so, ja, deshalb schubst ich ja zuerst. Genau, du musst dich einfach durchsetzen, genau. Ja. Was du nicht willst, dass man dir tut, das mach schnell den anderen und so weiter. Also wir machen uns jetzt Richtung Schiff nochmal, mal gucken, ob die Bootsfahrt wenigstens einigermaßen ist. Schön einschiffen da. Ja. Thorsten, sag nochmal hallo. Hallo. Du nicht, der Thorsten. Achso, ich wollte das auch mal machen. Wieso sagst du, ach so? Du nicht, der Thorsten. Achso. Mann. Ja, also ab wir sind hier schon komplett durch. Ab zum Schiff. Ja, aber es ist ganz ganz schöne Ecke hier, ne? Guck mal, andersrum. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Du meinst hier, die Felsen? Nee, hinter uns, weißt du? Achso. Ja. Genau. Ja, na gut. Aber? Das ist halt Kroatien, ne? Kein Schiff. Guck mal hier, lauft der Cevapcici-Fische. Wie lange willst du noch laufen, bevor das Schiff kommt? Was denkst du? Also ich klopfe bevor gleich einen Ball zusammen und bastel mir eins. Das ist mir scheißegal. Schiff, hin oder her. Kein Schiff, ey. Ja. Voll die Verarsche. Aber wirklich. Ja. Aber wir machen weiter, oder? Klar, macht ja Spaß. Ja, super. Ja, Puja, wir sind gleich am Boot. Ne? Wir haben es schon gesehen. Ach, Bullshit, ist das eine Attrappe. Da sitzen an beiden Ufern sitzen zwei Typen mit so einem Seilzug und ziehen die Attrappe immer nach links und nach rechts. Ja, das ist ganz flach. Hier schön so wie in Hollywood oder was? Ja, ja, ja. Cool, flach wie dein Witze. Vorsicht, wo hast du damit angefangen? Ja, bestimmt.
Penner, echt, ey. Das echt nimmst du zurück. Ja, gut, unecht. So, schon besser. Ja. So, also wir melden uns gleich vom Schiff. Das wird lustig. Genau. Ja. Du bist ja seekrank, ne? Ja, aber nicht schiffkrank. Ah, das ist ja. Insofern passt das ja. Das ist okay. Ja, ne? Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Boot. Auf dem Boot nach nirgendwo. Ja. Wir haben auch nur eine halbe Stunde gewartet, ne? Das ging eigentlich. Ja. Wir haben drei Reisegruppen hinter uns gelassen. So eine Scheiße, sag ich dir. Und jetzt fahren wir mit dem Boot irgendwo hin, wo was uns wahrscheinlich auch nichts bringt. Ja, das führt uns jetzt ans andere Ende von den Seen, damit wir da wieder zu Fuß zurücklaufen können. Also auf jeden Fall, die Blitzer Seen sind auf jeden Fall, Blitzer Seen, ja, sind auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Nehmt unbedingt was zu trinken und was zu essen mit und was zum Spielen und jemanden, der euch trägt und Hubschrauber. Katastrophe, ehrlich. Also eigentlich war es schon ziemlich gut. Ja, saugeil. Nie wieder. Wir haben es geschafft, wir haben es fast geschafft. Ja, ja, wir haben die spektakuläre Bootfahrt hinter uns. War Knaller. Also, der Hammer. War so richtig spannend, ey. Das war so großartig brutal. Ja. Jetzt müssen wir nur 5000 Treppen wieder hoch. Guck mal hier. 5000 Treppen. Müssen wir jetzt hoch zum Bus. Und dann haben wir alles hinter uns. Wir sind vor lauter Spaß fast eskaliert. Aber sowas von eskaliert. Ich wusste gar nicht mehr. Du hast ja geschlafen, ne? Ich hab nur die Augen zugemacht. Ja. Die Augen konnte ich nicht zumachen, ihr habt ja weitergequatscht. Ja. Hoffentlich sind wir gleich beim Auto. Aber es sieht fein aus, wie du da hochgehst. Ja, leider fährt doch kein Bus. Bujan muss den ganzen Weg zurücklaufen. Wieso Bus? So mache ich das gerne. Ach so. Ja. Ich bin in meinem Element. So hast du es ja gewählt. So habe ich es mir gewünscht. Ja. Ja, kein Bus ist kacke, oder? Ja, aber keine Busse wäre kecker. Noch kecker? Ja. Kecker. Ja, genau. Ja, also was ist jetzt das Fazit von Piblitzer Seen? Blitwitzer Seen, ich kann es ja noch spielen. Sehr hübsch. Also, wenn ihr jemanden loswerden wollt oder Schwiegermutter was eine Beziehung beenden. Machen wollt, eine Beziehung beenden, dann geht es ganz schnell
wenn die Frau schon weiß, worum es geht, oder euer Partner, und ihr es vorschlägt, dann weiß sie, oder er, okay, das ist Trennungsgrund. Das ist das Ende. Da musst du auch nicht mehr herfahren. Da musst du nicht herfahren, also das ist ganz gut. Ja. Oder aber du nimmst halt mit und beißt den sauren Apfel. Ja. Und dann währenddessen zofft ihr euch so, weil es alles so nervt. Und dann ist dann spätestens bei der Bootfahrt ist man getrennt. Boah, es sei denn, man trifft kolumbianische Drogenkuriere, so wie wir heute. Ja, aber übrigens, genau. Oder mexikanische Flüchtlinge. Ja, ja, ja. Ein paar Nazis waren auch mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja, also alles mit dabei. Ja, das war der Bericht Schoki Banoki on Tour. Guck mal, das erste Tier stirbt schon. Oh mein Gott. Schoki Banoki on Tour von den Plitvicer Seen. Ja, ist ja gut. Lass mal den Hund in Ruhe. Ja, von den verpilzten Seen. Von den verpilzten Seen aus Kroatien. Wo sind wir? Sind wir so weit gelaufen? Ja, wir sind so weit gelaufen, ja. Okay. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Mach es, Jod, mit Schwenk du Hut.